Wir machen einfach ein Hakenkreuz. Ist ja nicht so, dass das ein bisschen rassistisch ist. Nö, juckt die nicht. Einfach Hakenkreuz. Nice, alles klar. Ey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wir spielen mal wieder eine neue Runde von Master Builders auf Mindblock Server und es geht in 5 Sekunden los. 5, 4, 3. Halt einmal. Und dann sind wir in der ersten Runde drin und unser Bauthema ist eine Toilette. Dazu wissen wir natürlich, was wir schon direkt nehmen werden. Auf jeden Fall natürlich etwas Weißes, weil bekanntermaßen sind Toiletten weiß. Die nehmen wir auch nochmal, weil die haben so ein bisschen andere Farbe. Dann machen wir einfach erstmal so den unteren Teil. Ich muss ja kurz mal schnell den Ton anmachen, weil ohne Ton ist es langweilig, meine Damen und Herren. Hier, zack, so. Das ist mit der untere Bereich, wo wir dann hier noch so den kleinen Kasten hinten dran bauen. So, das haben wir fertig. Dann bauen wir das hier nochmal ein bisschen hoch. Machen dann hier so ein bisschen was weg, weil das klappen wir nämlich dann ein so nach hinten, damit das so ein bisschen besser aussieht. Also hier so, zack. Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht von der Toilette. Wir wollen ja eine gute Toilette bauen, ne? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Wir improvisieren einfach mal so ein bisschen. Dann machen wir das hier nämlich so. So, machen das dann hier so zu. Gehen dann hier so nach hinten und ziehen halt hier nochmal so eine Wand hoch. So, das reicht auch schon. Warte, am wichtigsten ist mir hier, dass wir das hier noch zumachen. Dann müssen wir ja noch so längs. Deswegen ist halt, ich hoffe, dass wir das nicht zu groß gemacht haben, weil das ist immer der größte Fehler, der hier passiert. So, dann müssen wir hier nochmal eine Wand reinziehen. Das ist nämlich dann die hintere Wand, die hier noch sein muss, weil sonst sieht das ein bisschen blöd aus. Machen wir hier die Wand nochmal ein bisschen höher. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hat hier unten halt so ein bisschen die Form, ne? Guckt dann hier so oben so raus. Also ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Okay, wir sind fertig. Ich werde mal gucken, was die anderen so gebaut haben und dann geht's weiter. So, die Zeit ist jetzt um. Wir haben jetzt hier schon mal die ersten Exemplare. Das ist nichts geworden. Vor allen Dingen für 5 Minuten, das ist echt ein bisschen wenig. Besonders, was soll das hier, diese Partikel hier? Die ergeben, finde ich, überhaupt keinen Sinn hier. Die haben hier nichts zu suchen. Ja, der hat natürlich hier irgendwie. Hier kann man reingehen, Alter. Das ist ja echt. Und hier hat er noch so ein bisschen Klopapier gemacht. It's okay, das geht. Es sieht einfach nur ein bisschen komisch aus. Es hat nicht, finde ich, so eine schöne Form einfach, weißt du? Ja, alles klar. Ist natürlich mal wieder jemand, der nicht weiß, was eine Toilette ist. Wieso weiß man nicht, was eine Toilette ist? Das muss man sich ja eigentlich denken können. Der hätte locker noch genug Zeit gehabt, jetzt seine Toilette fertig zu bauen. Was hat denn der die ganze Zeit gemacht? Das ist auch immer so eine Sache, die ich mich frage, da so, weißt du? Was haben die bitte gemacht in der Zeit hier, die 5 Minuten? Das ergibt alles einfach keinen Sinn. Das sieht eigentlich sogar gar nicht so schlecht aus. Ist gut. Das ist eigentlich ganz gut geworden. Oh, ja, das sieht auch gut aus. Der hat sich etwas gedacht. Der hat sich etwas gedacht. Hier noch so eine Leitung, ne? Hier der Deckel, der Tank. Der hat sich was gedacht. Das ist gut geworden. Das sieht eher aus, als würde sich jemand, sag ich, auf dem, so, irgendwie auf dem Sitz sitzen. Das ist jetzt unser Kasten. Ja, mal gucken, was die Leute dazu so sagen, ne? Ich bin gespannt. Aber es ist wenigstens stehen geblieben. Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Was ist das? Und es bleibt sogar stehen. Was ist das? Ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, genau. Da kommt, das soll da eigentlich rein und nicht rausschießen, aber naja. Das sieht eher aus so ein bisschen wie so ein Waschbecken. Außerdem, der Deckel ist viel zu groß. Der Deckel ist viel zu groß. Und es sieht aus so ein bisschen wie ein Waschbecken. Das finde ich meh. Hehe, XC hat also gewonnen mit seiner Toilette. Und wir sind zweitletzter. Ja gut, Toiletten bauen ist jetzt halt nicht immer so mein Fachgebiet, ne? Aber ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Runde. Ja, Freunde, da sind wir auch schon in der nächsten Runde drin. Und unser Bauthema erfahren wir in genau 3 Sekunden. Forest. Unser Bauthema ist also Forest. Okay, dann nehmen wir hier mal gleich Boden, Gras und sind hier mal ein bisschen kreativ mit Bäumen. Wir nehmen hier mal uns die verschiedenen Farben hier raus und bauen einfach erstmal Bäume hier hin. Kreativ muss das aussehen, ne? Schön kreativ. Zack.
So, das ist schon mal das. Dann setzen wir hier mal ein bisschen Blätter rum. Ganz einfach Blätter raufsetzen. Ist einfach ganz einfach. Man muss ja einfach nur so rumfliegen und mal ein paar Blätter setzen. Das ist eigentlich das Einfachste, was du machen kannst. So, das ist der erste Baum. Dann machen wir noch einen weiteren Baum hin. Jetzt setzen wir erstmal wieder Blätter rauf. Das sieht ein bisschen eckig aus. Das ist nicht so nice. Hier nochmal die Blöcke weg. So, das sieht schon besser aus jetzt. Hier nochmal ein bisschen was weg. So, jetzt bauen wir den nächsten Baum. Der nächste Baum wird nämlich mit anderem Holz. Wir machen hier Fichtenholz und machen hier einfach mal ein bisschen. Reicht auch schon wieder. Dann nehmen wir hier wieder die Blätter. Nein, ich möchte nicht mit Holz. Wo ist das Holz denn? Weg da. Da kommen Blätter wieder ran. Hier ziehen wir mal so eine Bahn durch. Das müssen wir natürlich ein bisschen anders machen, als ich das eigentlich machen würde, aber wir können hier nichts bauen. Das ist schade einfach. Und dann machen wir hier einfach noch ein bisschen Wasser rein. Das muss jetzt alles ein bisschen provisorisch sein. Müssen wir hier nochmal alles dicht machen schnell. Jetzt brauchen wir nur noch Knochen mehr. Das finden wir hier. Zack. Und machen einmal hier. Das geht nicht. Dankeschön. Dann müssen wir hier ein bisschen mit Blättern arbeiten. Noch so, dass das hier ein bisschen danach so ein bisschen aussieht. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen mit anderen Blöcken arbeiten. Hier grobe Erde und das. Müssen wir ein bisschen andere Blöcke benutzen, damit es hier auch ein bisschen anders aussieht. Zack, ja, da kann auch was drin sein. Zack, 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 zack. Und nutzen wir jetzt noch mal schnell ein paar Blumen. 30 Sekunden. Die beiden nehmen wir hier mal weg. Zack, 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 zack. Alles easy, alles cool. So, nehme ich noch die anderen mal. Einmal durchfliegen und Blumen setzen. Guck mal, wie schnell man einen Wald bauen kann. So. Tada! Ein schöner Wald ist das doch geworden. Ich bin mal gespannt, was die anderen haben. Ich finde, das ist ganz gut geworden. Ich habe halt jetzt ein bisschen mit eigenen Bäumen gebaut, nicht mit den Minecraft-Bäumen. Aber das hat halt schon mit Wald zu tun. Ne? Also amazing. It's good. Gut, gut, das passt ganz gut. Ja, guck, das ist so standardmäßig, ne? Das muss man schon nicht besser gestalten, weil das ist einfach Bäume hingeklatscht und fertig. Das ist keine Arbeit, weißt du? Wir haben jetzt sogar noch ein Haus hier hingebaut, wo man natürlich nicht reingehen kann. Ja, ist nichts Spektakuläres. Das ist jetzt unseres. Wir haben natürlich mit selbstgemachten Bäumen gearbeitet und ein bisschen anderen Blöcken so. Finde ich eigentlich ein bisschen schöner so im Wald, ne? Fliegen geblieben ist es auf jeden Fall mal. Mal gucken, wer dann gewonnen hat. Er macht einfach ein Hakenkreuz. Ist ja nicht so, dass das ein bisschen rassistisch ist. Nö, juckt die nicht. Einfach Hakenkreuz. Nice, alles klar. Der hat sich auch schon ein bisschen was gedacht mit größeren Bäumen. Das ist natürlich auch, die hat hier einfach, das kannst du ja machen, wenn du vier nebeneinander platzierst, geht das ganz easy. Ist sogar ganz gut geworden eigentlich. Gefällt mir, nur dass er halt ein bisschen den Boden noch hätte besser machen können. Ja, der hat sich auch was gedacht. So, ja, das gefällt mir sogar. Hier auch verschiedene, noch ein bisschen was benutzt, die Pilze und dann noch so ein Lagerfeuer. Das ist schon mal ganz gut, das gefällt mir. So, was haben wir hier? Hier hat sich ein Wolf einsam in die Ecke gesetzt. Wolf. Hier noch ein paar davon, noch ein paar Wölfe. Ja, ist auch wieder so. It's okay, finde ich. Also ich finde einfach, dass man für den Wald ein bisschen mehr machen sollte. Andere Bäume benutzen. Mit unseren sind wir Fünfter geworden. Och man, warum? Warum denn Fünfter? Also ich hätte gedacht, dass wir da ein bisschen besser landen. Aber egal. Ich würde sagen, Freunde, das war's mit dem Video. Also wenn euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einfach mal eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, Freunde. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.